So, weiter geht es mit einer neuen Folge Call of Duty Infinite Warfare, der Captain auf der Brücke. Und wir machen jetzt weiter mit der Story. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Leute, die das Projekt hier unterstützen. Ich denke mal, heute werden wir es schaffen, eine Doppelfolge zu präsentieren. Bereit. Sir, Ihr Schlüssel hat nun Aktivierungsfreigabe für den Schnellreisesprung. Okay. Bereit für Sprung. Ich habe Tigris Captain Farron für den Commander. Durchstellen. Captain, die Tigris springt außerhalb des Einsatzgebiets rein. Hier ist die Red da, halten wir die Position, bis ihre Marines bereit sind. Guten Flug. Ende. Auf Ihren Befehl. Absprung. Kollisionsalarm bereit. Sprung in 3, 2, 1. CPU-Feuer in Brückensektor 3. Status. Positionsgenauigkeit bei 0,97. Höhlenintegrität unter Normal. Schaffen wir es, Gator? Ich bringe uns rein. Halten Sie den Kurs. Kommen raus. Eintritt in 3, 2, 1. Das Feuer löschen! Ja, Ma'am. Verstanden, Lieutenant. Commander, Tigris für Luftunterstützung bereit. Melden Sie, wenn Ihre Marines soweit sind. Die Tigris steht bereit. Gehen wir. Sie haben die Brücke, Gator. Aye, Sir. Ich geleite Sie zur Waffenkammer. Ach ja, der gute Gator. Das ist ein guter Mann. Der gefällt mir. Ich mag Gator. Noch irgendwas hier drüben? Kann man eigentlich irgendwas hier finden? In jedem COD gab es irgendwas zu finden. Intels oder irgendwelche Akten. Aber hier gar nichts. Omars Trupp ist auf dem Tiefdeck. Wieso übernimmt Sergeant Omar das Kommando? Es ist ein gemeinsamer Einsatz. Er ist der erfahrenste Marine an Bord. Er war respektlos. Lass dich nicht provozieren. Griff erwartet Sie beide in der Waffenkammer, Captain. Tja, ich würde mal sagen, Omar stirbt. Er ist schwarz und irgendwie der typische COD-Charakter, der stirbt. Griff? Lieutenant, hab so gut ich kann hier aufgeräumt, wo wir Besuch vom Captain bekommen. Alles wie immer, Griff. Apropos wie immer, wählen wir Ihre Ausrüstung, Sir. Okay, hier drüben. Also, schauen wir mal rein, Terminal benutzen. Ist das eine Volkgrath? Energiewaffe. Ich hab den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. Okay, wir drucken Waffen. Dann werden Sie eine Sexy. Energiewaffe brauchen. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. Ja gut, sieht ja alles ich gar nicht mal so schlecht aus. Da. Wollen Sie was Bestimmtes? Nö, passt alles, passt alles. Die Ausrüstung. Ich habe gute alte Splittergranaten, aber auch coole neue Sachen. Suchbots und Hacktools. Warte mal, ich nehme natürlich die Suchbots. Ganz klar, die sind viel, viel geiler als die Granaten, wie ich finde. Wegen der Animation. Okay, können wir? Ich nehme das hier, ja. Achso, Mission bestätigen. Ja. Und jetzt werden die Waffen gedruckt. Stylisch, wirklich. Sehr, sehr stylisch. Das sollte schon geeignet sein. Nie aufgeben, Captain. Auf keinen Fall. Machen Sie Dampf, Sir. Wir sind hinter Ihnen. America. Zeigen wir es Ihnen. Okay. Wir müssen Ihnen entgegenwirken, Reyes. Nichts hiervon entspricht dem Standardvorgehen. In der Unterzahl, aber nicht unterlegen. Wann wurden wir zu den Underdogs? Vor einer Stunde. Achtung, Bodeneinheiten zum Tiefdeck. Das reicht. Wiederhole, Bodeneinheiten zum Tiefdeck. Alles klar. Boss? Commander? So wollten wir nicht befördert werden. Nein, Sir. Sie sind der Richtige dafür, Reyes. Möge Alder in Frieden ruhen. Wie läuft's im Hangar? Planmäßig. Top Crew am Werk. Ethan, ich will, dass du uns begleitest. Verstanden, Sir. Corporal Brooks wird Sie einweisen. Captain Reyes, Lieutenant, Sie werden Schubrüstungen benötigen. Danke für die Warnung, Corporal. Bleib cool, Salt. Wie Eis, Captain. Wie Eis. Oh Mann, die Sprüche hier. Wer hat die geschrieben? Irgendein Typ aus den 80ern? Was machen diese Dinger, Ma'am? Sie verstärken Sprünge und Wandläufe. Schwerelosigkeit AD. Weißt du das etwa nicht, Ethan? Doch, Captain. Die Stimme des Lieutenants ist nur so beruhigend. Alle an Bord, Sir. Lieutenant. Crew, bereit? Ich hoffe.
Der Mond. Ja, los gehen, Nunez. Bravo 1 links hinten. Staff Sergeant. Der fucking Mond. Einsteig sind 18, Sir. Und unsere Offiziere. Und der hier. Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Captains. Und das heißt Bot, nicht Drohne. Aber beinahe witzig, Sir. Lass das, Sir. Ich verdiene mein Geld. Achten Sie auf Ihren Bot, bevor ich ihm Fliegen beibringe. Ich weiß, was die anrichten. Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant. Ethan. Nein. Hi, Sir. Wir haben keinen Platz mehr, Captain. Kein Problem, Private. Er kann ruhig stehen. Rein mit dir, Ethan. Festhalten. Ja, Ma'am. Einsteigen! Der gute alte Bot. Mach hin, Roboter! Auf die Hatz achten! Bereit sein oder tot sein! Staff Sergeant! Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert. Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams. Alphas und Bravos. 1 und 2. Unser primäres Ziel? Rückeroberung des Portals. Hurra! Hurra! Masken auf! Tigris, hören Sie mich! Tun wir. Bereit? Bestätigt. Stehen unter Beschuss, Sir! Wir müssen handeln! Das Tiefdeck öffnen! Achtung, es geht los! Alles klar, Gator, leiden los! Alles raus hier! What the fuck? Das sind keine Jeeps. Das sind Hybride. Bravo drin. Die jetzt Jeeps sind. Gator, verschwinden Sie! Gehen in Warteposition. Das Terminal ist im Norden, Staff Sergeant. Behalt deine Weisheit für dich, Ethan. Ach komm schon, Omar. Ethan ist in Ordnung. Oh, so viele Slow-Mos. Willkommen bei COD. Endlich. Bitte mehr davon. Ich brauche alles in Zeitlupe. Alte Männer brauchen das. Ey, das ist aber schon wieder brachial, oder? Also was die hier wieder aufziehen. Der Mondflughafen. Holy fucking shit. Hui. Ethan, alles klar? Richtig, Sir. Gut gefahren, Sergeant. Bleib mir aus der Sonne, Ethan. Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein. Treib die Front zurück in den Arsch, aus dem sie kam. Sektion abgesperrt. Notfallluftschleuse offen. Unser Zugangspunkt. Gehen wir rein. Ist das hier so ein ganz normaler Flughafen, in Anführungszeichen, für Zivilisten? Gut, joggen wir mal rein, ne? Hallo, Schwerkraft. Sauerstoff gut. Masken ab. Ich bleib hinter Ethan. Warum macht das Ethan nicht? Ich bin der Captain, der wichtigste Mann. Achtung, das Terminal ist gesperrt. Ganz vorsichtig. Noch vorsichtiger. Jede Menge Tote. Achtung. Und bam! Notfalls ist das gesamte Terminal gesperrt. Schießkommando. Von hinten erschossen. Erschossen? Exekutiert. Die SDF nimmt keine Gefangenen. Hier ist alles blockiert. Kein Durchkommen. Versuchen wir Ebene 2. Okay, hier waren definitiv Zivilisten. Tja, das war ein ganz normaler Flughafen. Auf dem Mond. Ziegler. Stimmt, wir können wieder boosten. Gott sei Dank. Das Marsmuseum. Mom, dürfen wir noch ins Marsmuseum? Ich will einen Marsriegel. Ha, nicht lustig. Kann ich Wallrun? Yes. Okay, passt mal auf. Sato-Truppen! Bada boom, bitch! Fenster zerstört! Oh oh, oh oh, das war nicht so intelligent. Oh Gott sei Dank. War doch intelligent, war von Anfang an mein Plan. Ich wusste doch, dass wir Rollläden haben. Nicht ganz so geil wie in Titanfall, aber geht. Hier spricht Küstenwacht 1. Wie ist Ihre Position, Küstenwacht 1? Nicht rennen. Bleiben Sie ruhig und begeben Sie sich zur nächsten Evakuierung. Nicht wie hin. Nein. Nein. Schaltet Sie alle auf. Unter uns. Nein! Nein! Erdgeschoss! Raus damit! Wir rücken durch das Terminal vor und erobern dann den Frachthafen zurück. Alter, Ethan! Übernimm du! Du bist aus Stahl! Ich aus Fleisch und Blut. Wieso muss ich immer die Scheiße ausbaden?
Alles klar und Abflug. Rollläden schließen sich. Komm schon. Und die nächste Ladung. Als würde man Ameisen mit einem Vakuum raussaugen. Der alte Pharma-Trick. Alle tot? Nein, 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 absolut nein. Absolut nein. Und tschüss, amigo. Ey, wie konnten die das überleben? Hört auf mit den verdammten Granaten. Jetzt rück doch mal vor. Oh ma, meine Güte. Na shit. Was ist das hier drüben? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Boah, wie mies, wie gut die treffen hier. Hey. Bist ein Freund, oder? Du bist ein Gegner. Leute, hier drüben war ein Gegner. Ey, ich kann das nicht unterscheiden. Können wir jetzt bitte nach vorne rücken? Bei den Mülleimern. Ja, bei den Mülleimern. Das hast du gut erkannt. Waffe ist leer. Ich gehe nach vorne, drauf geschissen. Wenn keiner mitzieht, dann muss es der Captain wieder machen. Komm schon, geh drauf. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. 12 Uhr. Achtung. Der eine ist mies. Alter, schenken die mir ein. Gibt's doch nicht. Ich hätte eine Drohne übernehmen sollen. Ja, jetzt zu spät. Ich brauche eine neue Waffe. Keine Ahnung, warum bist du bei den Gegnern? Boah, die verzieht aber derbe. Oh, shit. Ich weiß gar nicht, wohin, wenn man hier so pulverisiert wird. Komm schon, nice. Ich gehe jetzt hier oben hin. Krepier, verdammte Drohne. Alles klar, wir wechseln hier mal durch. Das hier ist gut gegen Drohnen, das andere ist gut gegen Menschen. Kugeln sind gut gegen Menschen. Plasma, Elektro, Bullshit, gut gegen Drohnen. Check, got it. Leider gehen mir hier wieder die Kugeln aus und gefühlt hält jeder hier unendlich viel aus. Oh, was kommt denn jetzt noch? Kann es sein, dass das hier wie im alten COD ist, dass unendlich viele Gegner kommen, bis mein Team nach vorne durchrückt? What the fuck? Oh, das ist noch ein Gegner. Ja, leck mich doch. Ethan, jetzt mach irgendwas, du Stück Scheiße. Kontrollpunkt, na also. Mal den Scheiß hier. Ah, die Waffe hatte ich schon im Zombie-Modus. Ist eigentlich ganz witzig, aber auf Distanz bringt die halt nichts.
Au! Oh, come on! Los jetzt! Oh, shit, Mann! Nicht euer Ernst! Entdeckung! Was haben wir hier drüben? Munition. Was haben wir hier? Granaten. Spontanangriffe bringen nicht. Dann hau doch mal sowas raus. Guck mal hier. Ja, also geht doch. Kann jemand mal von hinten ihn wegholen? Ha, Wortwahl. Scheiße, Mann. Oh, Dreck. Oh. Die Rückseite! Granate geworfen! Er bewegt sich um ihn herum! Er geht zu Boden! Danke für die Hilfe, Team! Spezifikationen, Nathan? Schutz vor Hochgeschwindigkeitsgeschossen samt Sichtmodus. Fiese Panzerung. Marines reichen. Wir brauchen gute Männer, keine Maschinen, Captain. Holen wir unsere Jungs da raus! Warum ist Omar so gegen Maschinen? Wir müssen durch die Tür. Ich helfe ihnen. Ganz schön verbittert, Omar. Ganz schön verbittert. Wartehalle C. Küstenwacht ist in der Nähe. Alpha an Küstenwacht 1. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Kontakt vorne. Schilde. Die Linie halten. Neutralisieren und vorrücken. Na kommt, Jungs. Na kommt. Ich kann's nicht tun. Lass sie nicht rein. Aber die Dinger sind echt gut, ha? Och nein. Nein, da drüben ist noch einer von denen, oder? Alter, ja, genau so. Noch eine Granate hier drüben hin. Wow, 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 wow. Kuckuck. Und Schild hier, ich hab ein Shield. Er hat zwei davon, das ist mega unfair. So, geht doch. Mist. Danke. Okay, wir scannen die ganzen Waffen. Können wir dann später unsere trocken? Leute sind direkt dahinter. Im Hangar mit der Marines wird ein Team festgenagelt. Terminal im Nacken sicher. Bringt die Verwundeten in Sicherheit. Hier drüben! Feinde kommen! Mach keinen Scheiß! Beeilung. Hier kommen Gegner, hätte ich nie mitgerechnet. Oh, die Waffe liebe ich. Die Waffe lieb ich über alles. Ich finde die mega geil, besonders weil die Gegner halt platzen. Es ist mir schon wert. Schaut euch diese Sauerei an. Kann man diese Waffe hassen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man diese Waffe hassen kann. Die ist so ultimativ. Boom! Wo sind die Gegner? Da hinten, die kleine Pfütze. Hat da jemand was geworfen? What the fuck? Oh shit! Ethan! Das war nicht Ethan, oder? Ich weiß es nicht. Au. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Hey Ethan, du bist der Held. Ich bin dran! Ich mach den Moonwalk! Die Luke da aufmachen! Damit sie aufkriegen! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! 30%! Warum macht denn niemand den Riegel auf? Dieses Scheiß-Team! Hey, 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 wolltet ihr eben gerade zumachen, während ich noch draußen bin? Uncool, Leute, uncool. Sind alle unversehrt? Alles bestens, Ethan. Und du? Volle Kraft, Sir. Ja, Omar. Ja. Wenn wir den Frachthafen Ethan. Hört
Können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten, Sir? Negativ, sie brauchen Luftunterstützung. Eins nach dem anderen. Zuerst braucht der Captain eine Waffe. Wo gibt es hier Ausrüstung? Waffen. Nein, ich hab die Waffe verloren. Ich hab die Superwaffe verloren. Shit. Bravo, Team. Alpha ist auf der Nordseite des Hangars. Wie lautet Ihr Status? Wir kommen in Ihre Richtung. Treffen auf Ihren Befehl. Bestätigt. Ende. Okay, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen. Und tschüss.